Ich habe keine Ahnung, wie der Boss funktioniert. Und sobald ich auf die Kleinen gehe, was da kommt, ist sowieso vorbei. Hm. Wie kriegen wir den jetzt sauber? Und dann natürlich, wenn man noch so bescheuerte NPCs dabei hat, die ständig ins Wasser gehen. Ne, so, wenn wir jetzt mal hergehen, Gruppe, ihn hier. Weiß nicht, ob sie was dabei hat. So, was hat er? nee, haben wir nix. Haben wir auch nix. Also er scheint ziemlich gut ausgerüstet zu sein. Ey. Alter, so war das nicht gedacht. So, nee, bringt auch nix. Und das finde ich halt so, das ist das, was ich auch die ganze Let's Play über schon sage, die Fights, die sind halt unübersichtlich des Todes. Du kriegst da halt nichts mit. Wahrscheinlich danach, wenn ich das irgendwann am Schneiden bin, so, ey, ja, ne, da wär's gestanden. Was mir allerdings aktuell hier nichts bringt. So, Physical Abwehr. Ich glaube, der ist ja eh schon, oder? Was haben wir da drin? Stachelschutz. So, was haben wir denn da? Kurz vorm Endboss. Oder? Nee. Keine Ahnung, das ist hier Numero, hier die Tante da. Also wenn Chat einen Tipp hat, ihr müsst nicht gleich sagen, mir aber einen Tipp oder so, wäre ich hilfreich. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wie ich den Boss machen soll. Wie der funktioniert. Ich sehe es nicht. Und sobald ich halt, ich vermute, dass es auch mit den Kleinen zu tun hat da. Nur sobald ich auf die gehe, bam, ist die Gruppe sofort kurz vorm Verrecken. Was ich mega ungeil finde. Doppelangriff und Wut. Autoangriff gehen beide hoch, wir verlieren physische Abwehr, Ether-Abwehr, Crit-Rate. Dann probieren wir die mal. So. Brain. Okay, 9999 ist wohl die höchste KP. Oh. Mal ihr ist denn 440, hier geht mal alles hoch, Elektro hoch, Brand hoch. Nehmen wir mal den da. Ätherabwehr. So, was haben wir hier? Frostschutz, wir bräuchten wenn
Ätherbarriere, tritt zu Bekampfbeginn in Kraft, Ätherschaden. Stachelschutz wäre doch hier mal geil. So, was haben wir denn hier? Decke hoch. Wenn man leeren Sockel. Stachelschutz hat sie schon ausgerüstet. Stachelschutz. Fügt Angreifern 100 Schaden zu. Mehr Stachelschutz habe ich nicht, oder was? Hier. Was haben wir hier? Lähmungsresistent. Ätherkraft hoch. Narabarola. Mir ist auch ganz schön luftig angezogen hier. Oh, hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, ne? So, Brandschutz haben wir da drin. Haben wir mal Ätherbarriere. Agi hoch. Ist die besser? Blattsandalen, okay. Mal Lähmungsresistenz. So, und gleich wird es an den Techniken scheitern, oder? Hier müssen wir rein. So, Hammer auf Max Windruf. Schaden im Umfeld. Opfert KP, um KP eines Gefährten zu heilen. Physischer Angriff, der Feinde zurückwirft. Wir probieren es mal so. Jüngerin Lorisia. Enjoy this battle, for it will be your last. Oh, toll. Alter, was war das denn? Ja, sie kriegt's halt nicht gehielt, ne? Sag mal, Ryan, warum genau tank ich eigentlich, wenn ich dich dabei hab? Pay homage to eternal power. You'll pay for your insolence. Pay homage to eternal power. I have been granted immortality. You cannot win. Also so klappt schon mal gar nicht. I'm feeling it.
So. Komm, hau mich halt um. Also sie kriegt's nicht hochgeheilt. Mir ist jetzt aber auch nicht aufgefallen. Ja, ja, gemütlicher Modus, rutsch mal. Gemütlicher Modus kann ja jeder. So, Talentbäume. Hat das hier mit der Harmonie zu tun oder wie? Vermute mal, oder? Können wir nichts nehmen, weil er keine Münzen hat. Erster Schlag nach Kampf beginnt stärker. Erlittenen physischen Schaden. Der ist schon mal gut. Können wir nichts. Während Kämpfen steigt Stärke bei vollem KP. Nimmt außerhalb von Kämpfen weniger ab. So, was haben wir hier? Ätherkraft erhöht die Agilität. Den hat er schon. So, von ihr kann er nichts. So, jetzt ist die Frage. Also Rain kann die Agroman 0 halten. Das Ding ist jetzt, wenn ich ihn rausnehme. Und Viora Spiel. Hat mal zwei Healer. Warum genau hat die hier kein Ding drin? Okay, wir gehen erstmal gucken. Techniken, was hat die denn so? Physical. Feind einschläfert, Luftklaue. Der hat sehr viel physische und ein paar Äther. Leerfassung, was können wir denn hier? Schutzaura, die den Schwerpunkt von Angriff zur Abwehr verschiebt. Was für ein Ding? Heilungsenergie haben wir mal einen hoch. Hier oben können wir nichts mehr. Er hier hat 70.000, ne? Dämonenschlechter auf einen Feind, der alle anderen erzittern lässt. Fixiert den Feind mit einem Blick und erzeugt Konzentration. Himmelsodem, Schwächungen löscht und Hass gewährt. Treffsicherheit und Ausweichrate erhöht. Hitze flimmern. Die Wut mindert und die Crit-Rate steigert. Aura, die knapp vor der Kampfunfähigkeit KP halt. Opfert KP, um die Spezialanzeige zu füllen. Naja. Ich bin gerade total ratlos. So,
Also hier brauchen wir auf jeden Fall Physik und Äther. Angriff sind gegnerische. Waffen erhöht Aktivierungsrate aller Juwelen in Waffen um 20%. Okay. Äther hoch. Äther Abwehr. Physische Abwehr. Ah, das heißt, den nicht ausrüsten, dann nimmst du halt den da. So. Ballschutz, physische Barriere. Das Range hoch, was haben wir hier? Haben wir noch mal? Da haben wir noch. Oh, der ist nice. Range, warte mal hier, Stachelschutz, shit. Haben wir schon. Äther. Oh, toll. Gewicht minus 3, wow. Haben wir denn da Frostschutz, Stachelschutz. Äther hoch. Äther Abwehr haben wir hier. Nehmen wir halt Steuerung. Steuerung, Stärke. So, da haben wir schon die beste. Und hier. Physisch haben wir hier den besten. Okay. Ja, würde ich sagen, probieren wir es so nochmal. Ansonsten im Chat bekomme ich keinen Tipp. Okay, let's go. Don't hold back. Enjoy this battle, or it will be your last. You'll pay for your insolence. I can do it. So, das kann man hier nicht löschen. Lässt Feinde schwanken. Nicht umschmeißen. Alter, okay. Oh, come on. This is for defying Lord Santa. Ich glaube, ohne geht's hier nicht. You'll pay for your... This is for defying Lord... Und das nervt halt tatsächlich tierisch. Das, jedes Mal nimmt er sein Ding raus. Ja, komm, hau mich um.
So funktioniert das nicht. So, machen wir mal so. Nein, ihn lassen wir und die wieder rein. So, wir gehen jetzt mal Techniken gucken bei ihr. Hilft Schwächungen, verletzt kurzzeitig Schwächungsimmunität, Reinigungsschuss. So. Sag mal, Atlas, hast du eine Idee? Oder Chat allgemeine dürft mir gerne helfen. So, Mutschuss. Äthergeschoss, das mit stehende Aura verlängert. Feuer-Kombo, Gegner, kritische Treffer, hypnotisches Äthergeschoss, das einen Feind einschläfert. Harrenhaltung, die Wut senkt und somit verhindert, angegriffen zu werden. Schnelllader. Alle Techniken außer Schnelllader laden sich schneller auf. Starkes Geschoss, das in gerader Linie die Feinde schwanken lässt. So, was könnte man denn da rausnehmen und Schnelllader reinpacken? Eigentlich nichts. Würde den hier gern verschieben. Aber geht ja nicht. So. Oh, was haben wir da oben? So, Tarnhaltung ist klar. Heilsalbe. Erzeugt eine Ätherbarriere, die Schaden absorbiert. Erzeugt Ätherbarriere, die bei jedem feindlichen Angriff KP heilt. Ich kann halt den einzigen Schuss raushauen, ne? Probieren wir mal. So, hauen wir den mal hoch. Oh, der Schnelllader ist aber... Uff, Alter. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie der funktioniert.